Hi, da bin ich wieder. Heute ist die Luches angekommen, unsere Novemberbox, und ich fühle hier genau hier in der Ecke was so richtig Schweres. Ich würde auf eine Tasse tippen, aber ich lasse mich überraschen, haben wir schon lange nicht mit drin gehabt. Schauen wir mal, was uns diesen Monat erwartet. Mal kurz die Box aufmachen. Und vor allem, welches Motiv wir haben auf unserem T-Shirt. So, dann wollen wir mal reinschauen. Da haben wir schon. Ich fühle mal kurz durch. Okay, dann erstmal das T-Shirt. Oh, das ist sogar in Blau. Und was haben wir da? Ich glaube, wir müssen das erstmal aus der Tüte holen. Das kann ich so nicht erkennen. Aber die Farbe ist schon mal recht interessant. Mal was anderes zu dem immer schwarzen T-Shirt. Ich würde auf den ersten Blick vielleicht sogar Zelda sagen. Wollen wir mal gucken. Was haben wir da? Das fühlt sich auf jeden Fall sehr dick an. Das fühlt sich sehr gut an. Aber was haben wir denn hier? Boah, das ist schwierig. Vielleicht was Manga-mäßiges irgendwie. Vielleicht aber auch. Also ich dachte Zelda wegen dem Schwert so ein bisschen vom Symbol. Aber wenn ich das Gesamtbild hier sehe und den Diamanten hier und den Schriftzug, könnte es vielleicht auch irgendwas Manga-Anime-mäßiges sein. Also ich weiß es jetzt nicht, muss ich gestehen. Ich weiß nicht genau, was wir hier für ein Motiv haben. Das könnt ihr wahrscheinlich besser entscheiden. Was das genau ist. Es sieht schon mal gut aus, aber ich habe keine Ahnung, was wir hier drauf haben. Das T-Shirt fühlt sich an sich gut an. Es fühlt sich ein bisschen dicker an als sonst, oder? Ich bilde mir das gerade ein. Die Farbe ist mal was anderes. Nicht schlecht, aber das Motiv? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bin mal gespannt. Das muss ich googeln oder ihr schreibt mir das. Oh ja, ich fühle eine Tasse. Habe ich mir schon gedacht. Und was haben wir drauf? Ach Gott. Wer hätte das gedacht? Wir haben hier eine Star Trek-Tasse in schwarz-blau-weiß gehalten. Sieht sehr interessant aus. Die Enterprise hier drauf. Schaut mal, eine Tasse hatten wir schon lange nicht, muss ich sagen. Wir hatten schon lange keine Tasse mehr drinnen. Es ist nicht so, dass ich keine Tassen mehr im Schrank hätte. Aber ja, eine Zeit lang waren die fast in jeder Box und jetzt sind die ein bisschen weniger geworden. Finde ich gar nicht mal so schlecht wieder als Abwechslung. Mal eine Tasse. Ja, die sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Drin ist sie weiß gehalten. Ich kann es euch mal so zeigen. Ich finde es immer ganz cool, wenn die Tassen drinnen auch noch Farbe haben. Also drinnen, da ist sie jetzt weiß, das ist ja auch okay. Ich finde es aber irgendwie cool farblich, wenn die drinnen eine Farbe haben. Ja, nicht schlecht. Bin jetzt kein Star Trek-Fan, aber gut. Mal was anderes. Warum nicht? Schauen wir mal, was hier noch ist. Eine kleine Tüte. Bestimmt was zu essen. Ja. Ach, die kenne ich noch. Von Chupa Chups. Ja, die kenne ich noch. So ein kleiner Fuß, ein Lutscher. Den tunkt man dann in so eine Art Brause. Da ist ein Lutscher drin. Den tunkt man da rein. Und dann ist das ja so brausemäßig. Das macht auch Geräusche, wenn man den Mund aufmacht. Das kribbelt so ein bisschen im Mund. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Cool, dass es sowas noch gibt. Was für eine Geschmackssorte, Lollipop hier. Ja. Bin ich echt mal gespannt hier, wie das. Also habe ich schon lange nicht mehr gehabt, schon ewig nicht mehr. Hört ihr das? Da ist halt dieses. War das nicht sogar auch kaugummimäßig irgendwie? Auf jeden Fall hat es geprickelt. Es hat geprickelt im Mund. So, da haben wir was Kleines Süßes. Unser T-Shirt, Tasse. Bin mal gespannt, was da noch ist. Ich ertaste hier noch zwei Sachen. Oh, das eine fühlt sich an wie eine Popfigur von der Firma Funko. Allerdings ist das ein bisschen klein, habe ich so das Gefühl. Es ist. Oh, was ist das? Wir haben hier was. Was haben wir denn hier? Wir haben hier was von Harry Potter. Hat so ein bisschen die Verpackung von den Popfiguren. Ist aber keine Popfigur. Es ist von Harry Potter, aber ich habe keine Ahnung, was das ist.
12 LEDs. Ach, das leuchtet sogar. Das holen wir doch jetzt gerade mal raus. 12 LEDs leuchten hier. Kleine Lichtlein. Ich bin jetzt nicht so der Harry Potter-Fan, aber ich kann mir schon denken, wer hier schon hinter der Kamera zu Hause aufschreit. Schauen wir mal, was das genau ist und was das kann. Also LED leuchten zum Aufhängen, meine ich. Schaut mal hier, das sieht aus, als wenn man sich die Teile aufhängen könnte. Und die glitzern so ein bisschen. Genau, und hier kommen zwei Batterien, die wahrscheinlich nicht dabei sind, gehe ich mal stark davon aus. Und so sieht das Ganze aus. Das sind kleine Lichtlein. Ja, cool. Ich mache das jetzt nicht auseinander. Aber das war drin. Für die Harry Potter-Fans, die freuen sich jetzt bestimmt. Ich kann jetzt damit ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Klar, es ist ein kleines Lichtlein und zur Weihnachtszeit kann man das bestimmt irgendwo verwenden. Ups, ich will das nicht zu fest reindrücken, dass es kaputt geht. Ja. Also Star Trek ist nicht so ganz meins. Harry Potter nicht ganz so. Ich glaube, ich muss mich an einem Lutscher erfreuen. Wobei das T-Shirt, das sieht schon mal ganz gut aus. Wobei ich nicht mal weiß, was haben wir da überhaupt für ein Motiv auf dem T-Shirt. Oh, es war doch nicht die letzte Sache. Ich fühle hier noch was. Ich fühle hier was Flaches. Es ist ein Sticker und zwar von, ja, von der Serie. Ich habe die jetzt letztens erst zu Ende geguckt auf Netflix. Fing's hier auf Netflix, genau, wo es um, naja, Aliens vielleicht nicht unbedingt, aber da kommen halt auch Monster vor, ist eine Parallelwelt dazu. Ein bisschen kompliziert, wenn man es nicht gesehen hat. Fand ich jetzt die Serie ganz gut. Also Stickers finde ich auch nicht schlecht. Finde ich mal jedenfalls besser als Postkarten, muss ich sagen. Stickers sind besser als Postkarten. Das stellen wir uns da hin. Achso, habe ich euch das schon gezeigt. Ich bin heute ein bisschen schnell, ein bisschen zu schnell vielleicht. Ja, davon gibt es auch Actionfiguren. Wäre natürlich besser, aber Stickers sind auf jeden Fall viel besser als Karten. Auf jeden Fall, ich bin ein Riesenfan von Stickers. Wir haben hier aber doch noch eine Postkarte. Oh, sogar von Pikachu. Fröhliche Weihnachten. Das ist sogar passend. Und Pikachu ist süß. Schicki wäre mir lieber, aber Pikachu ist mega süß. Da haben wir unseren Schicki auf Postkarte. Jetzt habe ich schon einige zusammenbekommen, aber noch keine einzige verschickt. Aber ich finde es cool, dass es auch Stickers gibt, muss ich sagen. Ich würde jederzeit Stickers gegen Postkarten eintauschen. Aber ja, das Motiv auf jeden Fall auf den Postkarten ist bis jetzt immer mega cool gewesen. Wir haben hier Pikachu. So, es hat nimmt heute kein Ende. Da ist noch was drin. Und zwar, was ist denn das? Eine Karte zu dem Stickers. Warum? Neues Produkt. Ach so, neues Produkt. Das ist eine Information. Vielleicht werden wir jetzt demnächst mehr zu dieser Serie sehen. Vielleicht werden wir jetzt bald mehr zu der Serie sehen. Finde ich auch gar nicht verkehrt. Ich habe das noch nicht zu Ende geschaut, deswegen nicht spoilern. Ich bin noch nicht mit allen Folgen durch. Ja, ich hänge ein bisschen hinten dran. So, jetzt ist das Heftchen. Wir haben noch einen Artikel. Wir haben jetzt noch einen Artikel und dann kommt schon unser Heftchen. Es ist. Was ist das? Marvel. Ach, dieser Kobold. Ah, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir haben hier so eine ganz kleine Marvel-Figur, so ein kleiner Kobold. Recht putzig und interessant. Na? Ach. Schaut mal, hier ist ein Tesafilm-Bändchen. Ja, so eine kleine Büste hier. Ja, warum nicht? Das ist klein und putzig. Das kann man sich auf jeden Fall irgendwo hinstellen. Von Marvel. Ist jetzt nicht mein Lieblingscharakter. Muss ich mal dazu sagen. Ist jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht gewählt. Aber cool, warum nicht? Ich habe noch keins davon. Das ist doch der kleine Kobold, oder? Also der weiß, der Gegner von Spider-Man. Oder irre ich mich da? Hier steht nämlich gar nichts so weiteres außer Marvel.
Also ich gehe davon aus, das ist der kleine Kobold, der hat einen, wie heißt denn der? Auf jeden Fall kam er bei Spider-Man vor und ist ein Gegner von Spider-Man. Ich bin mir aber nicht sicher, also klärt mich ruhig auf, wenn ich hier falsch liege. Da haben wir diesmal wieder bunt gemischt, gell? Harry Potter, okay, sind Serien. Star Trek ist auch Serie. Filme gibt es natürlich auch. Marvel, Serien, Filme, hier Serie. Obwohl Pokémon nicht, ist Game. Das ist wahrscheinlich auch Game. So, ja, die Box ist aber schon leer. Nee, doch nicht. Was ist das? Doch, das ist nur Pappe. Okay, die Box ist leer. Ich muss sagen, so von der Grundidee, eine Tasse zu Weihnachtszeit, also in Adventszeit und so, ein Lichtlein, eine kleine Figur, an sich ist das schon mega cool, nur das Thema ist nicht so meins. Star Trek ist nicht meins, Harry Potter ist nicht so meins. Ich mag Marvel, aber genau den Charakter nicht so besonderlich. Ja, was soll ich sagen? Ist halt manchmal so. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Unser kleines Loot-Heft hier. Was erwartet uns? Ganz kurzer Blick auf die letzte Box. Nee, Artikel, was es da so alles für Artikel gibt. Das seht ihr ja immer wieder in meinen Boxen. Recht interessante Artikel, was es letztens gab. Das habt ihr ja auch schon gesehen. Ein paar kleine Gewinnspiele. Ah! Wir haben hier so ein kleines Mini-Poster von Fine Fantasy. Hatten wir dazu ein T-Shirt? Also, oder. Ist das Fine Fantasy? Also Fine Fantasy finde ich richtig cool. Den achten Teil mag ich am liebsten. Also ich weiß nicht, schaut mal, gehört das zu Fine Fantasy? Fine Fantasy ist auf jeden Fall mega cool. Stimmt, da hatten wir ja ein T-Shirt dazu. Fine Fantasy ist mega cool. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt, aber ich finde es trotzdem mega cool. So, jetzt haben wir hier unsere kleine Preisliste. Und zwar, für alle, die es interessiert, wir haben das T-Shirt mit 15 € ist ein wirklich guter Preis, meiner Meinung nach. König von Gamelot. Sagt mir nichts. Nee. Sagt, ist auf jeden Fall ein Game. Games on the Woods sagt mir gar nichts. Dann Game of. Nee. Sagt mir gar nichts. Jetzt das T-Shirt, 15 € mega cool. Dann haben wir hier das Lichtlein von Harry Potter mit 15 €. Dann haben wir die kleine. Ach, seht ihr, da, man hätte Spider-Man auch haben können. Ich muss gestehen, Spider-Man wäre mir lieber gewesen, aber gut, das ist also doch der Gegner von Spider-Man. Der kleine Kobold, oder wie heißt denn der? Also er soll ein Kobold sein, aber ich weiß seinen Namen jetzt nicht mehr. Oder hieß der Kobold? Naja, auf jeden Fall 8 € ist okay, denke ich, für so eine kleine. Denke ich, ist okay. Was haben wir denn hier? Star Wars Sticky Note. Star Wars? Wir haben doch gar keinen Artikel von Star Wars hier drin gehabt. Für 5 € ein Star Wars-Artikel. Wir haben hier gar keinen Star Wars-Artikel. Star Wars-Filmband. Nö. Haben wir hier nicht. Keine Ahnung. Ist nicht dabei. Mit der Star Wars hier. Alternativ auch gut zum Kalender. Nee, diesen Artikel hatten wir jetzt hier nicht hier drinnen. Vielleicht wurde er verwechselt, weil uns fehlt ja noch die Tasse. Schauen wir mal weiter. Dann haben wir hier einmal den Lutscher gratis, also hier das Päckchen. Dann haben wir die Karte gratis. Und mein Plus-Extra-Item war diese Tasse. Man hätte noch hier diese Star Trek-Tasse haben können. Zwei gibt es zur Auswahl. Einmal die hier und einmal die hier. Wobei ich glaube, ich habe die hübschere bekommen. Ich glaube, ich habe die hübschere bekommen. Aber was ich nicht verstehe ist, ich habe kein Star Wars-Artikel. Wow, es kommt bald wieder eine Ultimate-Box und zwar zu Super Mario. Ich habe die Resident Evil Box.
Star Wars und Harry Potter hätte ich mir jetzt nicht und Iron Man geholt als Ultimate Box. Aber Super Mario, da bin ich über Überlegen. Da gefallen mir die Produkte mal ganz gut. Was mich gerade aber so ein bisschen aus dem Konzept bringt, ist hier meine Liste. Also, hier habe ich mein Plus-Item für nur 5 Euro mehr. Eine Tasse. Dann habe ich hier meine Karte, die ist ja mit drauf. Dann habe ich hier meine Süßigkeit, die ist mit drauf. Alles gut. Dann habe ich hier. Ich muss mal bei den anderen YouTubern schauen, was ihr in eurer List, in eurer Box drin habt. Mein T-Shirt, alles gut. Harry Potter Kette, alles gut. Figur, alles supi. Aber anstatt dieses Bändchen hier, was man als Kalender oder irgendwas hat von Star Wars, habe ich Stickers bekommen. Kann ich damit leben. Ich muss sagen, Stickers sind mir lieber. Deswegen ist das okay. Warum das so ist, weiß ich nicht, ob das ein Versehen war oder ob die wissen, dass Lucius weiß, dass ich lieber Stickers habe. Keine Ahnung. So, das sind meine Items hier. Ich muss sagen, das beste Item gerade ist das T-Shirt, weil es sich richtig weich anfühlt, richtig stabil und schön dehnbar. Aber Tassen finde ich auch nicht schlecht. Hatten wir jetzt schon länger nicht. Nur das Motiv gefällt mir nicht so gut. Stickers finde ich cool. Schwierig zu sagen. Ich muss noch gucken, wie die Leuchte, wie hier diese kleine Lichterkette von Harry Potter sich, wie das aussieht am Fenster oder so. Schwer zu sagen. Ist so Mittelmaß, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich bleibe beim T-Shirt. Aber schreibt mir gerne, was ihr so am besten findet. Vielleicht seid ihr voll die Star Trek-Fans und schreit jetzt nach der Tasse. Vielleicht kennt ihr dieses Game und denkt euch, hey, mega cool. Oder Harry Potter-Fans gibt es bestimmt genug da draußen. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Monat zur nächsten Box. Bis dahin, bye bye.